Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zuflucht vor dem Sturmbox von Madcon Soreur. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zuflucht vor dem Sturm von Gonzo, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album, das vierte Soloalbum von Gonzo, am besten bekannt durch seine Tätigkeit bei den Bösen Onkels. Er ist ja Gitarrist bei der Band, aber unabhängig davon ist er auch einige Zeit lang als Solokünstler aktiv gewesen. Und dementsprechend gab es auch mal zu einem Release eine Box. Ja, wir haben hier eine schwarze Holzbox. Auf dem Cover dieser Box haben wir hier einmal den Kopf, den Totenschädel des Künstlers mit der bekannten Mütze, die er so oft trägt. Dann zwei gekreuzte Gitarren und darüber die Initialen MGR. Die stehen für den Namen Madcon Soreur. Also Matthias Röhr, ja der bürgerliche Name, und Gonzo der Künstlername. Darunter der Albumtitel Zuflucht vor dem Sturm. Und links haben wir noch einen FSK 12 Aufkleber und dann rechts daneben noch eine Info zu dieser Boxauflage. Und zwar gibt es insgesamt von dieser Box 1200 Stück und die wurde auch entsprechend durchnummeriert. Meine ist ja die Nummer 531. Ja, das Ganze wurde hier mit Sticker gelöst, bedeutet man kann den FSK 12 Hinweis dann auch abmachen. Werde ich gleich mal machen, dass das Ganze hier auch von der Optik wieder etwas schöner ist. Den Sticker bezüglich der Boxauflage und der Durchnummerierung, den werde ich jetzt mal dran lassen. Der erfüllt ja auch seinen Zweck, aber diesen FSK 12 Sticker, den braucht echt kein Mensch. So. Gut, wir haben hier eine schwarze Holzbox, selten aber doch gibt es Holzboxen, rundum komplett hier in diesem Schwarz gehalten. Und auf der Unterseite haben wir dann, nehmen wir es mal um, Infos zum Boxinhalt. Und zwar lesen wir hier wieder Zuflucht vor dem Sturm Limited Fanbox. Diese Box enthält Zuflucht vor dem Sturm Digipack, Das Feuer brennt, DVD, Gürtelschnalle, besticktes Beanie, handsignierte Autogrammkarte. So, dann haben wir hier noch die Infos, Special Edition Box Produktion von 4merch.com, ein Barcode und hier auch nochmal der Boxinhalt visualisiert, also das alles erwartet uns hier drin. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel lässt sich hier so aufschieben, rausziehen, genau. Und dann haben wir hier den Inhalt. So, als erstes haben wir hier einmal, ich denke mir gerade, das ist relativ schwer, nein, hier ist noch die Gürtelschnalle drin. So, also wir haben hier einmal diese Mütze, das Beanie hier. Dann haben wir eine unterschriebene Autogrammkarte, die DVD, das Feuer brennt, das Album natürlich, Zuflucht vor dem Sturm und eine Gürtelschnalle ist ja auch noch mit dabei. So, von innen die Box, wie wir sehen können, in diesem klassischen Braunton, in diesen Holzfarben, also die Innenseite hier nicht lackiert. Dann werden wir den Boxdeckel mal wieder drauf machen bzw. reinschieben. So, wunderbar. Und dann machen wir die Box dann einmal zur Seite und starten direkt mit dem Album an sich. So, also das ist es. Zuflucht vor dem Sturm, ein wildes Cover. Also wir sehen hier unter anderem Fische, natürlich Gitarren, was auch sonst. Dann hier auch noch Vögel und das Ganze hier auch noch mit Totenköpfen, Baustellen und einer großen schwarz-weißen Spirale gestaltet. Hier unten Albumtitel Zuflucht vor dem Sturm. Auf der Seite ebenso. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 14 Tracks an der Zahl. Beteiligte und Barcode. Das Ganze erschienen über das Label Rookies und Kings. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein.
Als erstes haben wir hier ein Booklet in schwarz und grau gestaltet. Also hier nochmal das Cover, nur eben in schwarz und grau. Und etwas, die waren hier tatsächlich auch schon drauf. Hier diese Flugzeuge, die habe ich irgendwie nicht wahrgenommen, erst jetzt. So, hier geht's dann los. Die Infos, die Track Lyrics. Also, bedeutet, jeder einzelne Track hier Wort für Wort erfasst. Sehr schön. Kann man hier alles mitsingen, nachlesen. Dann ein Foto hier über die Doppelseite. Natürlich immer mit Gitarre abgebildet. Weitere Lyrics. Das Ganze immer noch hier im Hintergrund mit so schwarz-grauen Fotos. Und zum Abschluss, das dürfte dann wohl ein Instrumentaltrack sein, haben wir dann hier noch die Album-Credits und nochmals die Tracklist. Gut, dann packen wir das Ganze wieder in die Stecktasche. Hier kommt auch nochmal Gonzo zum Vorschein. So sieht das aus. Packen wir wieder rein. Das ist dann die CD. Und so sieht das aus. Ja, soweit zum Album. Als nächsten Inhalt haben wir hier dann die DVD. Der verdankt mir auch den 12er-Sticker, den wir auch schon auf der Box hatten. Also hier lesen wir das Feuer brennt DVD. Was haben wir hier? Inhalt der DVD. Gonzo Interviews, Videoausschnitte vom Live-Album. Dann haben wir auch noch was von der Tour. Videoausschnitte von folgenden Songs. Fuel into the Fire, For What It's Worth, Freiheit, 1000 Meilen und Alles ändert sich. Dann auch hier wieder die Beteiligten. Dann schauen wir mal rein. Das ist die DVD. So sieht die aus. Die Flamme. Und die DVD kommt in einer Papphülle. So, als nächsten Inhalt haben wir eine Autogrammkarte. Die kommt hier im Querformat. Das Foto hier wieder von Gonzo. Das hatten wir auch schon im Booklet. Und auf der Rückseite die Tourdaten zur Zuflucht vor dem Sturm Tour 2013. Im Querformat die Autogrammkarte. So, dann haben wir etwas sehr Ungewöhnliches. Und zwar haben wir hier eine Gürtelschnalle. Und diese Gürtelschnalle hat hier auch nochmal dieses Artwork, das ja mehr oder weniger das Logo von Gonzo hier. Also einmal hier der Totenkopf mit der Mütze, die zwei gekreuzten Gitarren, all das hier entsprechend zu sehen. Ist hier auch wirklich so geprägt, ziemlich schön verarbeitet. Auf der Rückseite haben wir dann natürlich hier die Öffnung. Also hier kann man dann den Gürtel seiner Wahl durchmachen. Und hier haben wir dann auch noch den Dorn, um den Gürtel dann entsprechend festzumachen. Ja, die wiegt echt einiges, ist echt stabil und eben in diesem dunkelgrau Silber, in diesem Hochglanz-Silber gehalten. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier noch die Kopfbedeckung, das Beanie. Sieht so aus, also von dieser Gestaltung her, das ist 1:1 das, was wir auch schon auf der Gürtelschnalle hatten. Dieses klassische Design. So sieht das aus. Schwarzes Beanie mit grau-weißem Logo mit diesem Artwork hier aufgestickt. Rückseite blank schwarz. Von innen sieht das Ganze so aus und wir haben hier überraschenderweise keinen Zettel. Okay, ich hätte irgendwie angenommen, dass man hier irgendwie dem Ganzen entnehmen kann. Okay, 100% Baumwolle, wo das Ganze hergestellt wurde. Ist nicht der Fall. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Mützchen hier, dieser Beanie in schwarz mit dem aufgestickten Logo. Dann die Autogrammkarte hier im Querformat. Die Gürtelschnalle aus Metall in der Hochglanzoptik. Die DVD, das Feuer brennt in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Zuflucht vor dem Sturm im Digipack mit insgesamt 14 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Zuflucht vor dem Sturm von Gonzo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare
Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gonzo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.